Kunststoffe sind in der Magnetresonanztomographie im Allgemeinen nicht sichtbar, was zu vielen Problemen in der Forschung und auch der klinischen Routine führt. In diesem Projekt entwickeln wir MR-sichtbare Kunststoffe, um diese Probleme zu lösen. Mein Name ist Ivo Rausch und ich forsche am Zentrum für medizinische Physik und biomedizinische Technik. Kunststoffe werden für eine Vielzahl von Anwendungen in der klinischen Routine und Forschung gebraucht. Also zum Beispiel in der medizinischen Bildgebung für Qualitätskontrollen, aber auch für die Entwicklung neuer Bildgebungsmethoden oder für Implantate. Jetzt sind diese Kunststoffe im Allgemeinen aber nicht MRT-sichtbar, was zu einer Vielzahl von Problemen führt. In unserem Projekt entwickeln wir MR-sichtbare Kunststoffe, um diese Probleme zu umgehen. Dies machen wir, indem wir MR-sichtbare Flüssigkeiten über Mikropartikeln in Kunststoffe einbringen. Die Erkenntnis unserer Arbeit ist, dass wir in der Lage sind, MR-sichtbare Materialien zu erzeugen, was uns sehr freut, dass wir diese auch 3D drucken können, um so schnell neue Anwendungen und Prototypen erzeugen zu können. In meinem Fachbereich hilft uns das Material, Arbeitsabläufe zu optimieren, also in der Qualitätssicherung und Forschung. Wir haben aber auch andere Anwendungsgebiete gefunden, zum Beispiel in der Operationsplanung zur Erstellung anatomischer Modelle der Patienten oder auch in der Strahlentherapie. Langfristig wollen wir unser Material international Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung stellen können, damit es auch überall Anwendung findet, wo es sinnhaft ist. Dazu planen wir auch Kooperationen mit der Industrie. Die Auszeichnung hat uns sehr gefreut, dass sie uns gezeigt hat, dass sich unsere Arbeit der letzten Jahre gelohnt hat. Und vor allem freut es uns, dass es uns gelungen ist, eine Idee in eine sinnvolle Anwendung zu bringen.